Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute habe ich für euch einen Roman, von dem ich weiß, dass es noch mindestens einen zweiten Teil gibt, habe ich aber nicht gelesen. Deswegen präsentiere ich euch jetzt nur mal den ersten Teil von Drachenklingen von Pierre Pivel. Zuallererst mal zum Cover. Cover passt natürlich super zum Titel. Man sieht hier einen Degen, den ich eigentlich relativ cool finde, mit schönen Verzierungen und allem. Der Drache sieht natürlich ein bisschen unecht aus, okay, aber kann man jetzt auch nicht erwarten, dass der lebensecht aussieht, finde ich. Ansonsten gefällt mir das eigentlich ganz cool, dass es so einfach gehalten ist mit goldener Schrift und schwarzem Hintergrund. Worum geht es? Das Ganze spielt im Jahr 1633 in Paris und ein Geheimbund mit Namen die Schwarze Kralle versucht, die Königshäuser Europas zu unterwandern und zu stürzen. Kardinal Richelieu ist ja, wie ihr sicher aus einigen Musketierfilmen wisst, ein oder ich würde sagen sogar der einflussreichste Mann Frankreichs zu dieser Zeit, der natürlich auch sehr viel Einfluss auf den König selber hat. Und er beauftragt Lafargue, den Hauptmann seiner eigenen, ich sag mal, Elite-Truppe, die Klingen des Kardinals, dazu, diese Geheimloge aufzuspüren und die Verräter im Palast zu entlarven. Und Lafargue beginnt eben dann, seine Leute wieder zusammenzutrommeln und mit ihnen diesen Fall zu lösen. Allerdings merken sie recht schnell, dass etwas ganz und gar nicht stimmt und dass in ihren eigenen Reihen offensichtlich ein Verräter ist. Wie das Ganze ausgeht, erzähle ich natürlich nicht, ist ja klar. Wie fand ich das Buch? Ich muss sagen, es ist eine Art Mischung aus Fantasy-Roman und Detektiv-Roman und historischem Roman. Das Ganze ist oft zu ausführlich für meinen Geschmack geschrieben. Er beschreibt ja wirklich irgendwie, ich weiß nicht, man hat ein bisschen den Eindruck, der Autor möchte zeigen, wie gut er sich in Paris auskennt, denn er beschreibt echt ganze Routen durch die ganze Stadt und beschreibt jede Straße und alles, was die Leute da, wo die Leute da lang gehen, fand ich echt teilweise super öde und ätzend. Ja, kann man von halten, was man möchte. Generell fand ich es ganz cool mit dieser Mischung. Ich fand es jetzt unnötig, ehrlich gesagt, die ganze Sache mit den Drachen, weil die kommen irgendwie dreimal vor und ich finde es einfach unnötig, keine Ahnung. Also macht die ganze Sache irgendwie ein bisschen billig, muss ich halt ehrlich sagen. Aber gefallen hat mir das Buch trotzdem. Ich fand die Story eigentlich ganz cool. Auch die Charaktere mochte ich sehr. Wie das dann am Ende aufgelöst wurde, fand ich nicht so nice, weil man den Charakter echt mochte. Aber ja, da wird sehr viel über die Vergangenheit der Klingen gesprochen und ich weiß nicht, ob das hier vielleicht irgendwie der zweite Teil ist oder so. Da steht jedenfalls nichts von hinten drauf. Insofern weiß man halt einfach überhaupt nicht, was damals passiert ist und das wird auch nicht wirklich aufgeklärt, was ich echt doof finde, muss ich ehrlich sagen. Also man müsste zumindest dann irgendwie hinter diese Story kommen, aber passiert einfach nicht. Kann natürlich sein, dass es alles in Teil 2 dann erläutert wird. Habe ich keine Ahnung. Generell fand ich Drachenklingen ganz cool. Ist jetzt nicht mein Lieblingsbuch, ist jetzt auch nicht besonders berauschend geschrieben oder sowas. Es gibt eigentlich auch gar keine Liebesgeschichte oder so. Es geht hauptsächlich einfach wirklich um Verrat. Ja. Ich empfehle es trotzdem für alle Fans, ich würde auch übrigens sagen, dass Fans der Musketiere sollten das nicht unbedingt lesen, weil hier werden die Musketiere selber als einfältig und irgendwie ein bisschen dämlich und auch nicht so kampferprobt dargestellt. So wie das eigentlich in den Musketierfilmen immer umgekehrt ist, dass eben die Truppen des Kardinals immer als so dämlich dargestellt werden. Also muss man ein bisschen vorsichtig sein, wenn man die Musketiere mag. Mich hat es schon teilweise gestört, dass der Kardinal hier als jemand Gutes dargestellt wurde. Mochte ich nicht so gerne. Das Buch selber hat so um die 300, 400 Seiten und kostet 13 Euro in der Taschenbuchausgabe. Finde ich ein
Finde ich einen guten Preis, finde ich okay. Was Atemberaubendes könnt ihr jetzt aber nicht erwarten. Das war es dann auch schon wieder für heute von mir. Ich hoffe, es hat euch trotz der Kritik gut gefallen. Ich wünsche euch natürlich wie immer ganz, ganz viel Spaß beim Lesen und ein schönes Wochenende oder eine schöne Woche.